Es ist noch früh am Morgen, es wirkt schon wieder wie Abend, aber es ist ja noch früh am Morgen. Und wir gehen jetzt endlich, nicht in die Pfütze, zu Chloe. Frühstücken. Nein, wer will denn schneller laufen? Wir haben noch Zeit. Und damit hallo allerseits und willkommen zurück bei Life is Strange. I don't think I've actually seen Taylor alone without Team Victoria. Stehen da am Baum, Rachel owns the money. Nee. Gehört mir. Owns me. Owes me. Owes me money. Okay. Hi, Taylor. Hi, Taylor. Just because you were nice to Victoria doesn't mean I have to be nice to you. Vielen Dank fürs Gespräch. I don't want to fight with you or Victoria. Instead of smack talk, let's just talk. For once. You're funny. Well, I'm not doing anything at the moment, so talk. Ich würde nicht direkt erstmal darauf zu sprechen kommen, weil wir können sie erstmal anderweitig bearbeiten und dann auf das Thema kommen. Aber wenn das nicht gehen würde, egal, ich mache jetzt erst das. Kate is really upset about the video. All this gossip is cruel. Boo-hoo. That's what happens when you preach to everybody about sex. She'll live. Why do you hang out with Victoria? She's pretty mean to you and Courtney. And she's bossy too. Look, you don't know her. I do. And she's one of the best friends you could have. I guess I've had mean, bossy best friends too. Better than having mean, bossy parents. I would love it if my mom was mean or bossy instead of sick. But whatever. We've had our talk. Jetzt können wir die Mutter ins Spiel bringen. Hi, Taylor. Hi, Taylor. I've heard that your mother was sick. I'm so sorry. What happened to her? Well, if you do care. My mom had back surgery. Victoria was there for me. Like you are for Kate. I'm not about tearing people down, Max. I know. That's why I wanted to talk. I'm glad we did. Okay, das war's einfach. Sie hat jetzt eine bessere Einstellung zu uns. Naja. Well, that conversation didn't suck. Give peace a chance. Hi again, Taylor. Hey, that wasn't such a bad talk. We should do it again. See you later. Okay, es wirkt jetzt trotzdem komisch. Nur weil wir das gerade erwähnt haben, ist sie auf einmal so drauf, wie sie gerade drauf ist. Das ist seltsam. Die hat doch einen Plan. Naja, lassen wir das mal so stehen. Gut, weil dann in die Ecke komme ich nicht. Samuel hatten wir Eichhörnchen auch Totem angeguckt. Dann sind wir hier wirklich fast fertig. Hier gibt es noch die Platte, die wir schon mal angesehen haben. Aber wer weiß, was jetzt anders ist. The Prescott Dormitory? Good Lord, Nathan's family owns my dorm? Oh, jetzt kommt die Szene mit Geheimnis verraten. Oder nicht? Und dann kommen wir erst zu Chloe. Wir könnten aber an ihm vorbei, oder? Will ich aber nicht, aber... Max, check it out! Lass mal angucken. Warren is out and about already too. Looks like he's waiting for somebody. Na, auf Max. Warren, what are you doing here? Oh, nothing. Waiting for a call? I mean, I already took the call. Anyway, I wanted to rap about that action yesterday. By the way, thank you for stepping in. You were pretty badass, Warren. I owe you. Oh, yes, you do. I got knocked on my ass by that dick. I'm some personal superhero. You're a real everyday hero. You stood up to a bully, and it was awesome. Even though you left me with said bully and ran off with that girl, she's pretty punk rock. How do you know her? Wir hätten ein Foto von der Aktion, von der Prügelei mit dem Nathan machen sollen für Held des Alltags. Nur ein Pirat. Das finde ich aber gerade sehr interessant, diese Antwortmöglichkeit. So als Spaß. Passt irgendwie zu den beiden und Max ist ja auch immer so drauf mit
Wie sie zum Beispiel zu ihren Kleidungsstücken redet, die sie gar nicht hat, mit Gucci und so. Just a pirate I used to know. I bet you were glad to see her blast up in that truck like a rock star. Which begs the question, why is Nathan Prescott getting psycho on you? Ja, miau, hat er darunter einen Würfel unter dem auf dem T-Shirt? Achso, da ist eine Katze drin, Schrödinger. Ich habe ihn erwischt. Halt dich lieber raus. Wenn wir das sagen, wir haben ihn erwischt, dann müssen wir sagen, bei was? Also ich bin gewillt, ihm zu vertrauen, aber eigentlich müssten wir ihm mehr vertrauen als Chloe, oder? Nach all den Jahren? Wir sollen niemandem davon erzählen. Das Rechte will ich aber auch nicht sagen, Mann. Ich sag's jetzt mal, zur Not springen wir zurück, oder? Wir haben ihn erwischt, bei was denn? Ja, er war auf dem Mädchenklo, das können wir doch sagen. Genau, das können wir sagen, damit lügen wir nicht. Wir erzählen aber auch nicht alles, aber man kann nicht immer alles erzählen. Das ist nichts von, ich habe dich nicht angelogen, ich habe dir bloß etwas verschwiegen, sondern das meine ich gerade schon ernst. Wir können doch nicht alles sagen, was wir sehen. Ich versuche es mir gerade schön zu reden. I busted him in the bathroom yesterday with a gun. I was too scared to tell Principal Wells. Please, don't say anything. I'll give you more info later. Weird fucking week. Like that bizarro snowfall yesterday. Speaking of dystopia, that drive-in is having a 70s Planet of the Apes marathon. Let's go ape! Boah, wir müssen noch auf die Halloween-Party und das. Wir haben gar nicht so viel Zeit. Es kommt bald ein Tornado vorbei. Geschneit. Aber ja, warum nicht? Yes, that's exactly what I need. I love those old school ape films. Well, that was easier than I thought. Cool, I'll text you the info. Es war einfacher als gedacht. Der hat doch einen Plan. Und die beiden verstehen sich ja auch. Ich habe ihn schon längst durchschaut, aber wer tut das nicht? Planet der Affen habe ich auch mal geguckt, aber auch nicht. Schon lange nicht mehr. Sind hier unten Steinchen oder Vogelfutter? Den Bus nehmen, jo. Damit wir mal vorankommen. Sie wartet schon fast 2 Stunden. Die Chloe. David talking to Nathan cannot be a good thing. This has something to do with Kate. Or Rachel. Schon gerade Rachel am Bus? Hey, der Evan sitzt im Bus. Hoffentlich keine böse Musik. Some light and you'll be alright.
Don't try to take it from me. It's mine. I wouldn't dream of it. I'm gonna be a millionaire. Hope nobody steals my lottery. Talk about going back in time. The diner looks exactly the same. Auf dem Auto, auf dem Bus stand. Ah, der Bienenschwarm ist mitgekommen. Ah, der ist doch immer dabei, der Vogelschwarm. Das muss doch irgendeine Bedeutung haben, oder? Wir sehen immer einen, wenn wir draußen sind. Auf dem Bus stand nicht Rachel. Sonne, fotografieren. Aber wir können sie nicht ansehen. Straße können wir nicht wechseln, Straßenseite. Wie weit könnten wir? Hier ist bestimmt gleich Schluss, da sagt Max. Na, 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 das war hier Richtung, so weit darf ich nicht. I don't want to go that way. Sie will da gar nicht lang. Ah, ich will zumindest mal ausprobiert haben, wo die Grenzen liegen. Aha, hier darf man noch hin auf dem Parkplatz. Der Wohnwagen, der Wohnwagen. Womöglich habe ich das einfach mit meinen Entscheidungen verbaut, die ich in der ersten Episode getroffen habe, dass wir gar nicht zum Wohnwagen konnten. Chloe wieder. Hätte ich vielleicht bei Chloe gesagt, dass das ihr Gras ist, dann hätte sie uns direkt rausgeschmissen. Dann wären wir nicht zusammen zum Leuchtturm. Dann wären wir vielleicht irgendwo hingelaufen am Wohnwagen vorbei, weil der Leuchtturm ist da hinten. Das kann ich mir irgendwie vorstellen. Was ist das eigentlich? Ist das noch ein Baumstamm? Ja. Nee, 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 nee. Eichhörnchen. Rechts neben dem Wahlsymbol muss die Sonne sein. Symbol, Logo. Spät dran. Schnapp dir einen Tisch im Diner. Mama füttert dich. Das hoffe ich. Vielleicht schaffst du es zum Mittagessen. Zu spät dran. Lesen tue ich jetzt nicht. Da warte ich noch mindestens einen Eintrag ab. She looks busy and stressed. Hi. You look lost. Close. Do you know if the bus has come yet? The online schedule isn't working. Ja, wollte gerade sagen, wir sind da gerade ausgestiegen. I just got off the school bus, but I'm sure the regular bus is coming too. Oh, that's a relief. I can't be late for this job interview. I can't believe I have to take a bus all the way to Newport just to find a second job. Are things that bad here? Where are things good? I can't even afford to live here. Well, good luck. Thanks, I sure need it. Könnt ihr euch noch daran erinnern, was ich gesagt habe zum Schmetterlingseffekt in Folge 4? Da habe ich als Beispiel angeführt mit hier Schnürsenkel gerissen, Bus verpasst, Job nicht bekommen. Das spiegelt sich ja gerade wieder. Guten Tag, sie ohne Gesicht. I bet he's seen a lot of changes to Arcadia Bay in his lifetime. No time for chit-chat. I'm a millionaire. Yep. Got my lottery ticket right here. Waiting for the bus so I can cash it in. Vielleicht ist das der letzte Bus, bevor der Gewinn verfällt. Wenn er den nicht bekommt... Schmetterlingseffekt. Kleine Ursache, große Wirkung. You can't have my lottery ticket. Buy your own. Ein Flyer. Stadt sichern. Ein Fischer. Heißt er mit Nachnamen Fischer oder ist er ein Fischer? Vielleicht ist ja auch beides zutreffend. Look at all these flyers. It's so sad that nobody will read them. Erhalte das Herzblut von Arcadia Bay. Rettet die Bucht. Beendet die menschengemachte Dürre in der Bucht. He looks like a photo of the classic Arcadia Bay crusty fisherman. Der hockt neben einem Diner, was sogar einen Wal hat. Er ist für Natur. Er mag wohl nicht, dass hier Wale gefüttert werden. Good morning. Looks like you're ready to catch some serious fish. I wish, young gal.
Arcadia Bay just isn't the same fishing town I grew up in. Has the town changed much? By Neptune's beard, it has. Seems like a lifetime ago when I was king of the harbor. You have your own boat? I call her the Bali High. I've kept a hold of her in these lean days. Might be all the time we've got left. I thought one of Arcadia Bay's main exports was fish. Oh, the fish used to jump onto my boat until the Prescotts and their finance fiends snapped up harbor rights. The Prescotts. The Prescotts have a lot of power. They might rename the town Prescott Bay, if that tells you much. Do you know them? Too good for my working kind. I know them through their bad deeds. Let's not get downcast. I hear the fish calling for Bali High. Never forget that old fishermen never die. We just smell that way. I'd love to learn more, but I have to get going. Happy fishing out there. There's that dirty RV from the other day. Wieder. Stop that! Stop! Ich kann mich halt gar nicht mehr an das Wohnmobil erinnern. Mist, was hab ich verpasst? Können uns einfach von hinten ranschleichen. There's something creepy about that guy and his dog. Dann passen wir nicht durch. Können wir ja was aus dem Diner dem Hund mitbringen, damit er abgelenkt ist, damit wir mit dem reden können. Das wird so sein. Das versuche ich. Steht denn da drauf? QR-Code? Nee. Da surft jemand gerne. Ja, wobei, das ist... Nehmen wir noch einen Daumen dafür, oder? Ein blauer Flitzer, wie der von Warren, steht hier nicht. Wenn ja, dann würde es ja bedeuten, dass der uns nachspioniert. Zum Glück ist das nicht so. Der Pickup sieht viel zu gut aus. Der gehört nicht Chloe. Wie der einfach mal so eine dicke, fette Rechnung am Hals hat wegen des Autos. Warum schafft man sich ein Auto an, wenn man es sich nicht leisten kann? Oder vielleicht kann sie sich es einfach nicht mehr leisten. Das ging mal, aber mittlerweile. Bevor wir reingehen, da steht noch ein Lloyd. Ein Zeitungslesemann. I wonder if they explained that snow. Snow? Well, that's a good start to the story. Wetterdienste vom Schnee berumpelt. In einem seltenen Eingeständnis hat der Nationale Wetterdienst gestern zugegeben, dass es noch keine Erklärung für den ungewöhnlichen und kurzzeitigen Schneefall diese Woche in Arcadia Bay, Oregon gibt. Was denken Sie über den Schnee, Wettermann? Newspapers are going to be retro soon. Excuse me, sir? Can you believe this town? The world is on fire and our big headline is snow. I can hardly wait for next week's big story. Clouds! Das, der Schnee war komisch. Leben Sie schon lange hier? How long have you lived here? Long enough to know that Arcadia Bay will be a ghost town in a few years. I keep reading how Arcadia Bay is booming. The paper can only talk about that or about missing girls. You mean Rachel Amber? I guess. I bet she ran away because she was bored. Who wouldn't be here? Newspapers are going to be retro soon. Da hinten ist bestimmt wieder Schluss. Ist er irgendwo hier? Achtung. Nope, I don't want to go there. Na, vielleicht doch. Ich könnte auch Umschalt drücken, aber will ich nicht. Nein. Dachlose, nicht loser. Moment, erstmal hinten gucken.
Die hockt hinterm Diner, weil sie hofft, dass durch eine Mülltüte was abfällt. Milch? Polizei, oh, wir haben nichts geklaut. Waschmaschinen, zwei Reifen. Hier ist der Zaun dicht. Man kann den. Foto vom Mund. Durchs Gitter. Knochen. Was hat das bloße Foto machen auf sich? Das weiß ich noch nicht, was das bewirkt. Wir werden es vielleicht herausfinden. Poor woman. I hope it's a shelter for her. Hello. Oh, look at you. A fine example of youth. I bet you're a senior student. Yes, I go to Blackwell Academy. I could tell you're a wise young woman. I know all about Blackwell and this town. Na dann fang mal an. Joyce Price, die arbeitet immerhin hier. Das ist eine alte Schulfreundin von ihr. Ich denke mal, hier können wir alles fragen. You must know Joyce Price from the Two Whales Diner. She's fed me more than my own family. How's a daughter your age who's always in trouble? Married to a real prick. His name is David Madsen. He told me to get a job once, asshole. Not sure what Joyce sees in him, but he better treat her right. I bet you have dirt on the Prescott family. That whole family is dirty. They once done good things for Arcadia Bay. Those days are dead, like anything in their way. I know somebody who's being threatened by a Prescott. Then you be their guardian angel, because nothing gets in the way of that family, especially not the law. Hell, they own your school, Blackwell. Almost. How long have you lived in Arcadia Bay? 1,000 years. I've gone through the same changes as the town. What changes to the town? Ones it takes a lifetime to see. There's a lot of beauty here, but a lot of darkness, too. Greedy bastards that ruin this town, put people out of work. Out of home. Like me. I'm sorry. Have you ever lived outside of here? Where the hell would I go? I hate the sun and love the mist. I might be homeless, but Arcadia Bay is still my home. I have to go now. Goodbye. I bet she's seen Arcadia Bay go through a lot of changes and secrets. Come talk to me any old time you want, young lady. Wundert mich nicht, dass sie viel weiß. Einerseits, weil sie gerade Zeit hat und die Ohren offen hält. Andererseits, weil sie offenbar schon viel mitgemacht hat. $6, ist das günstig? Ein bisschen Schinken und Eier für $6. Wie ist der aktuelle Umrechnungskurs? Der aktuelle, nicht der von 2013? Ich weiß nicht, ob knapp drüber oder drunter. Also 4 Euro oder 6, 5 oder 7 Euro. Na, es ist halt ein Restaurant, ein Diner. Das Essen generell günstiger im Vergleich zu im Supermarkt kaufen und selbst zubereiten. That sign reminds me of so many times I ate here with Chloe and my family. When we were happy. Wenn ich hier Foto mache, ist die Sonne aber gerade nicht zu sehen. Die 142, da hinten sind Bäume, ist das irgendwo im Wald, Reh im Wald, das ist in der Akademie, das auch, das am Leuchtturm.
Das wird irgendwo an der Wand an dem Boden gekritzelt sein. Jetzt habe ich hier noch nicht auf Wind und Böden. Wobei, ich habe schon mal ein Graffiti angeguckt, aber... Ansonsten habe ich jetzt nicht großartig auf Kritzeleien geachtet. Das ist ein Tempo. Gleich geht's rein. Achtung, Achtung. Ich kann jetzt mal schneller gehen. Aber hätte man hier ein Foto machen können, dann hätte ich schon diese Anzeige mitbekommen. Das ist ein Gesicht. The Joy of Watering. Walter Walters. Die Joyce scheint echt schwer in Ordnung zu sein, aber für mich auch unverständlich, warum dieser David Madsen. Ob wir das herausfinden? Ich werde das Poster angucken. Boah, hier klebt ja alles da voll. Alles von da voll. Alles davon voll. The smell of breakfast and the sound of clanging silverware makes me feel 13 again. Da ist auch eine Tür. Nein. Now that brings back memories. Chloe and I loved the parade. Da müssen wir auch dran teilnehmen. Da haben wir schon drei Sachen. Halloween Party, Parade und Film gucken. 25. Jährlicher Halloween Bazaar. Bürgermeister Cotran führt die Kostümparade der Kinder an. Samstag, 27. Oktober von 9 bis 15 Uhr. Hauptstraße Arcadia Bay. Kürbisschnitzerei Wettbewerb. Lokale Produkte und Imbisswagen. Süßes und Saures, nicht oder? Oh, und Happy Halloween. Good Lord. Talk about apocalyptic. Willkommen in Pan Estatis. Prescott Development lädt sie ein, in den Wäldern zu leben. Erschwingliche Luxushäuser mit Blick auf Wald, Meer und Leuchtturm werden bald ihren Lebensstil verändern. Prescott's. Erst wohl Segen, aber dann Fluch. Guten Tag. These fishermen are so damn quiet. Warum sollten die jetzt auch rumquatschen? Did you catch any big ones today? If by big you mean none, then sure. I caught a lot of big ones today. Now let me mourn over my eggs. Komische Frau, warum ist die komisch? Weil sie da ständig rausguckt. Oder irgendwelche Äußerlichkeiten. Immer diese Vorurteile, diese ersten Eindrücke. Schlimm. I always wonder what people think about when they eat alone. Hello there to you. Such a beautiful day, eh? Oh yeah, it's gonna be a super day. Enjoy your breakfast, eh? Die ist minimal optimistisch. Minimal. Kaugummiautomat. Oh man, I bet that's the same gum from when I was here last. Boah. Muss gestehen, als Kind habe ich auch mal Kaugummi aus dem Kaugummiautomat, der auf der Straße stand, gekauft und gegessen. Aber wenn ich heute drüber nachdenke, nicht zwingend wegen, wie lange das Zeug da schon drin liegt, sondern eher... Naja, Automat, irgendwo muss das Zeug rauskommen und was sich da vielleicht schon jemand für Späße erlaubt hat. Bäh. This guy has serious cojones. Fisherman's Friend ist das. Erleben Sie ein Abenteuer zur See mit Captain Iglo? Nee. Heuern Sie den legendären Seemann für Ihre eigene Seereise an. Jack Cousteau? Oder so ähnlich. Und seine Unterwasserwelten. Sie haben ihn im Fernsehen gesehen. Sie haben über ihn in der Zeitung gelesen. Ein ortsansässiger Kapitän, Fischer und Fachmann mit 30 Jahren Erfahrung nimmt ihre Gruppe mit auf eine dreistündige Tour durch das üppige und exotische Wasserreich von Arcadia Bay. Jack
wird nicht nur die Wichtigkeit unseres Meereslebens für das Ökosystem erklären, sondern ihnen auch helfen, ihren eigenen Fisch zu fangen und zuzubereiten. Tägliche und wöchentliche Exkursionspreise 75 bis 125 Dollar. Für weitere Details besuchen Sie bitte unsere Website. Diese da. Moment. Unterschiedliche Broschüren. Why does that so not sound fun? Moby Deck Touren. Erkunden Sie Arcadia Bay richtig. Entdecken Sie die aufregende Geschichte der Hochsee. Reisen Sie sicher und bequem. Vollständig ausgestattete 15 bis 12 Meter Boote. Ich drehe das um, weil ich schon weiter war. Touren Tag und Nacht möglich. Paare, Gruppen und Familien willkommen. Dienstag bis Sonntag von 6 bis 19 Uhr besuchen Sie uns im Web, um Ihre Tour zu machen. So ein Luxusdampfer passt irgendwie überhaupt nicht rein. Was heißt Dampfer? Aber Luxushütten, wie die Prescotts sie anbieten. Wie die Prescotts sie anbieten, so. I might make Chloe check this out with me. Ausflug zum Bigfoot. Erforschen Sie die wilden Wälder Arcadia Bays. Das machen wir und da sind auch Gleise. Ich bin hingeblieben. Erforschen Sie die wilden Wälder Arcadia Bays mit den angesehenen Kryptozoologen. Mit dem angesehenen Kryptozoologen Chuck Pierce Jr. Autor von Bigfoot, Mythos oder Wissenschaft? Und Bigfoot, Monster oder Tier? Sprechen Sie im Dokumentarfilm. Sprecher im Dokumentarfilm. Bigfoot, ich glaube an dich. Schließen Sie sich jeden Samstag und Sonntag Chuck für eine halbtägige Wanderung zu den Orten an, an denen eine Sichtung des Bigfoots am wahrscheinlichsten ist. Chuck teilt sein weitläufiges Wissen von Erzählungen, Legenden und Fakten und Sie werden am Ende des Tages einen Fußabdruck des Bigfoots mit nach Hause nehmen, der in einem Gebiet erstellt wurde, das nur Chuck Pierce Jr. kennt. Für weitere Informationen und genaue Zeitangaben kontaktieren Sie bitte sasquatchlives@wildtracks.google. Ist doch ein Dampfer. Nee, Akademie, oder? Doesn't mention whacked students with guns. Blackwell Academy. Da steht Academy, nicht Akademie. Arcadia Bay, Oregon. Internationale Kompetenz in Kunst und Wissenschaft seit über 100 Jahren. Offene Campus-Tour jeden dritten Samstag, ob mit oder ohne Handfeuerwaffen. Oh Mann. Ah, kann die Kate schon verstehen. Ah, Spiegel. Graffiti. Achso, am Automat. Arcadia Gay. Suck Stack. Thank you, Redneck Poet. Noch ein. Das gleiche. That graffiti has been here forever. Gross. Geht's. Ist was mit Rachel? Ah. Rachel Amber aus Mia Blowjob. Foto machen von. Ah! Hahaha! Im Spiegel, da sehen wir uns eigentlich selbst. Ich hätte gedacht, auf einem Fußweg oder an der Wand, aber an dem Spiegel, wo man dann eigentlich sowas sieht, was halt dem Spiegel gegenüber ist. Naja. Aber hey, hab's gefunden. Es wird noch richtig erfolgreich, ein T-Shirt. Was ist das? Ein Fotoständer? Postkarten. You'd never know how weird this town is by these postcards. Miezekatze. I would buy a shirt, but they're so damn tourist. Sie ist ganz alleine hier. Ein Typ.
He looks unpleasant. Der göbelt gleich hier unter den Tisch. What do you want? I feel like shit. Too much beer, so spare me, please. Just let me suffer quietly. Kann der bitte woanders stinken? Voll nett, ich weiß. That officer looks nicer than wannabe cop David Madsen. Hello, sir. Hi, young lady. You look a little lost. Der Nathan Prescott rennt mit einer Waffe rum. Just hungry and thinking about what to eat. Now that is a real problem at the Two Wells. I can never decide. Joyce's pumpkin pie or grilled mac and cheese. Ich bin für das hinter dem Oder. Über Chloe, über Joyce, über David. Finde ich am interessantesten gerade. I guess you're friends with David Madsen. I wouldn't use that word. We know each other. Why do you ask? Der hat auch was mit Sicherheit zu tun. He kinda has a reputation at Blackwell. I have respect for David. He served his country. He found his calling at Blackwell. At the station, we're happy David is exactly where he is. Not everybody can be a cop. How well do you know Joyce? I know her delicious grub. Everybody at the station comes here. We take care of this place like it's our own kitchen. And Joyce, like she's our mother. Also der Laden läuft dann dementsprechend, denke ich mal, und hier ist auch viel los. Aber ich weiß ja nicht, warum die so Geldprobleme haben. Ich meine, der Sicherheitschef von Blackwell würde auch nicht schlecht verdienen und hier scheint es ja auch gut zu laufen. Müssen wir herausfinden. Müssen, wie das klingt. Wir wollen gerne. Oder wir möchten. So, you know Chloe? Sadly, we all know Chloe down at the station. Poor Joyce. Just heard that Chloe even had a pot dealer in her room. Who told you that? I didn't hear it on the police scanner. Joyce said the weed belonged to Chloe's friend, but I highly doubt that. Joyce didn't tell you who? She wouldn't. Afraid I'd go arrest somebody, as if I would. I'd just tell the loser to stay the hell away from Chloe, or else. I'm just kidding. Besides, David Madsen's watching over. Is she a friend of yours? I know her. Then you know she's a handful. Das kann sie sein. Nein. She can be, but she can also be a good friend who shows up when you need her. Sounds like you're a good friend. Jetzt haben wir uns verraten. I wish she would be a great daughter and not cause Joyce so much stress. I have to go now. Enjoy your breakfast. By the way, one thing I can tell you for certain is to stay away from that RV outside. I usually stay away from sketchy parked vehicles. Wise policy. The guy who lives in it, Frank, is pretty sketchy himself. That's all I can say for now. I should finish up my coffee and get to work. Vielleicht sollten wir die Warnung ernst nehmen, aber wenn ich ehrlich bin, Trevor. Die Jacke von ihm liegt. Der Justin ist auch hier. Liegt noch bei Dana. Dana. Trevor looks as happy as Dana did. Hey, Trevor. Holla, Max. By the way, I know you saw me in the dorm. Yeah, I saw you coming out of Dana's room. Ach so, I'm in yeah, this. And I finally had to tell Justin because, well, he was into her too. How did Justin react? I got him blazed. He was cool. Nobody has secrets in Blackwell anyway. See you in class, Max. Er sitzt gegenüber, auch komisch. Justin is such a mellow dude. What's up, Justin? Getting my coffee on before I cut class and destroy some rails. Shouldn't you be taking photos? Der redet schon so. Ich sag mal, cool. I am always taking photos. I am a camera. You crack me up, Maxer. Of course I'm baked. So I'll laugh at anything. You should be studying, bad boy. So where's all your homework, schoolgirl? School. Speaking of buds, I saw your bro Trevor sneaking out of Dana's room. Trevor finally told me about him and Dana hooking up. He got there first, so I snooze and I lose. See you later, Max.
dass der dazu gar nichts sagt, hier der Herr Polizist. Chloe macht auf mich auch nicht so den Eindruck, als wäre sie jetzt von dem Zeug abhängig. Trotzdem sollte sie die Finger davon lassen. Da müssen wir auf sie aufpassen. Gut, ich würde sagen, wir haben hier noch etwas zu quatschen, bevor wir mit der Mama von der Chloe sprechen. Und hier wurde schon gemopst. Also, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss.